Guten Tag. Da sind wir wieder. Bei Dead Space. 3. Mit Nui. Und Steven. Wir gehen jetzt hier rein. Wem zerklopfst du schon wieder? Entschuldigung. So, weiter geht's. In Bearbeitung. Tür? Oh. Tür in passiert, Bearbeitung. Passiert hier noch was? Passiert hier noch was? Hä? Ah. Okay. Ich weiß nicht, was das so lange dauert. Machst du Fahrstuhl. So, er sieht aus wie eine Toilette oder so. Genau, wir gehen auf die Toilette. Ne, die haben ja gesagt, wir treffen uns oben im Turm. Ja. Yeah. Oh. Oh, du gehst natürlich rein. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Oh. Ich wusste, du bist zu Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerscript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich hab dir so viel zu erzählen. Hupen. Okay, wir müssen hier schleunigst. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac. Hupen. Wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los. Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Naja, obwohl. Ach, eine Bank. Ellie. Sie hätten mich wegen Ellie und dem Captain warnen können. Niemanden schert ihr Liebesleben, Marker Boy. Oh, Kapitel 4 schon? Oh. Hast du gehört? Wie Kapitel 4? Das ist schon Kapitel 4 hier. Okay, da sind wir aber fix. Ja. Cool. Dafür, dass du nur abgenoopt hast? Plasma-Kern habe ich gefunden hier hinten, Steven. Schön. Hey, wo müssen wir denn? Achso, drück mal B, müssen wir wieder runter? Hä? Hey. Ich gehe erstmal an die Bank. Alter, Bank, los. Und zwar bauen wir uns mal noch schnell. Genau, aus dem Plasma-Kern. Ah, ne, wir haben gar keinen Standardrahmen. Neue. Doch, wir haben noch einen Kompakt-Standardrahmen. Plasma-Kern. Haben wir jetzt eigentlich bloß das? Das ist eigentlich voll. Unteres Tool. Hä? Achso, der dreht dann halt bloß das Teil. Neues Tool erstellen? Nee, wollen wir nicht. Und. Alter. Nein. Schade. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. Zielfernrohr, nö. Hast du auch was noch gebaut? Nö. Ich musste nur mal was ablegen. Ich muss erstmal kurz hier, will ich noch eine Abkühlplantine einpflanzen. Und zwar, was haben wir da eigentlich überhaupt für eine gehabt? Feuerrate. Das erhöhtes Tempo, nee, das wollen wir nicht. Das machen wir hier oben rein. So, gut. Bin gleich fertig, da kannst du nämlich auch weitergehen. Padabum! Ach, wartest du auf mich? Mhm. Okay. Ah, diesmal war der Aufzug leider. Aber sind die nicht eigentlich. Isaac, obwohl die bestimmt gerade runterfahren sind. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Oh, ist hey, nicht dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac,
Hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also. Was war das? Als ob ich eine Wahl hätte. Alter. Perfekt. Und jetzt? Hä, sind wir hängen geblieben? Hä? Ich glaube. Ach du Scheiße. Hä? Oh oh. Oh, Scheiße. Okay. Das ist gar keine aggressive Musik hier, oder? Nö. Hä? Was müssen wir tun? Müssen wir jetzt einfach hier hinten raus, oder wie? Ah, hier. Wir müssen das Ding runterdrücken. Dann an, volle Bauer! Boom! Nu. Ziele und drücke hier das Ding. Oh. Jawohl, weiter geht's. Oh, das kam voll auf mich zugeflogen. Steven, mach das Ding an! Get los! Irgendwas kommt links, irgendwas greift mich an. Oh Gott, es hat mich. Oh, oh Gott, ich muss nachladen. Oh, das ist zu viel. So, du Arsch. Du blödes Denkschwein, du blödes fickende Ruhm-Dreck-Ding. Haben wir das schon angemacht hier? Nee. Warten wir jetzt mal lieber, was jetzt. Ah, hier kommt schon welche. Haben wir eigentlich nur alles aufgesammelt? Spitz du? Hau ab! Oh! 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 Was lag hier noch? Ist das eine Ene oder was? Sieht aus. Den hier noch? Oh Gott, die Hand ist wieder da. Ich frage mich eigentlich, wo das große Vieh jetzt eigentlich auf immer herkam. Müssen wir es nochmal probieren, oder? Oh. Nee, jetzt geht's ja. Entschuldigung, Steve, war ich. Ja, ja, warte. Jetzt. Warte, da bleibt man ganz unten. Mensch, also. Das mit dem Menü, genau, das war damals schon so. Das müssen wir bestimmt hier hinten wieder runter. Das ist halt, oh, tu dich mal heilen. Bitte. Ich bin das nämlich alles gut. Okay. Das ist nämlich auch so ein kleiner Kritikpunkt immer gewesen an Dead Space 3. Man muss halt immer durch die gleichen Räume, wie man nämlich gekommen ist, wieder zurück. Und das ist halt so ein bisschen schade, sag ich mal. Nur dass natürlich vorher, wo zum Beispiel keine Monster waren, jetzt auf immer wieder welche sind, weißt du? Hier liegt zum Beispiel auch immer noch Halbleiter-Zeugs im Regal. Eine halbe Leiter. Jetzt ist auf immer das Ding hier an. Viel im Trigger C. Durch den Strom halt. Ah, hier ist genau. Aber es saugt mir jetzt schon nicht an, wisst ihr? Ich könnte jetzt so. Yay! Es saugt! Drück! Oh. Ach, hat sie reingesaugt oder was? Ja. Warum hast du nicht C gedrückt? Ach, C muss ich drücken. Mann. Ich dachte, du drückst. Na, bei dem ersten habe ich doch gedrückt. Ja. Oh. Bitteschön. Dankeschön. Scheißendreck. Warte. So. Hm? Okay. Ach, hier ist die Tür. Oh, immer diese Leitern hoch und runter geklettere. Ja, es ist halt so ein bisschen
nervenaufreibend. Komm. Bitte. Fortschritt wird gespeichert. Ah, ich hab's genau gewusst. Oben, hinter dir. Immer dann muss er nachladen. Ich raste aus. Könnte ich wieder komplett ausrasten. Was mein? Na, guck mal lieber, hier liegt auch noch was rum. Ich renne mal hier hinter, das wird mich bestimmt gleich wieder erschrecken. Doch nicht. Wir müssen hier dieses coole Rätsel lösen. Rätsel? Ja. Aber wie ging das denn? Scheiße. Hoch, dort hoch müssen wir. Ach ja. Und eh, eh, eh! Oh, oh Gott. Nochmal eh. Boah, eh. Also es war nur ein ganz einfaches. In Bearbeitung kommt wieder der Fahrstuhl. Ja, palim palim. Und ab geht's. Hey, jetzt geht's ab. Schöne Lichter. Also ein bisschen Fahrstuhlmusik fehlt auch, wa? Stimmt. Musst du nachher noch ein bisschen einfügen, ja. Nee. Ja. Ich habe ein Schlückchen getrunken. Oh. Rechts ist safe. Da hängt ich hab... ein Rehkopf. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also das sieht ja aus. Na eben. Oder ein Hirsch ist das? Alter Schwede. Hm. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Weißt du, das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier rechts stehe? Oh. Der guckt mich an. Oh! Oh! Wolfram! Cool. Erfolg freigeschaltet, einen Bock schießen. Ist ja cool. Ey, das ist ja geil. Ja, man entdeckt immer Neues. Hallo. Oh mein Gott. Hui. Lee Corbett, wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Abschalten. Isaac ist... Abschalten. Hey, Isaac. Abschalten. Isaac? Corbett, was ist da los? Abschalten. Isaac. Abschalten. Hey. Abschalten. Was? Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Dreh es durch, Junge. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Micho. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Oh. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Weiter geht's. Ja, wir rammeln. Wir suchen aber erstmal den Raum hier. Untersuchen erstmal den Raum. Hier lag auch gerade ein Artefakt. Oh, hier hinten können wir uns was anhören, Steven. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen könnten. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl ein Scherz. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General.
weggetreten. Ich glaube auch im letzten Teil von Dead Space hier dieser Zeichentricks. Oder ich dachte, wie hast du. Was, Zeichentricks? Na, das sind ja eher so. Na, das sind schon gezeichnete Filme eher. Animierte. Ja, die sind aber nicht alle nur 3D. Da ist mehr gezeichnet wie 3D drin. Ja, ist schon möglich. Da sieht man jedenfalls, dass im zweiten Teil. Was machst du? Das weiß ich noch nicht. Das halt im zweiten Teil, dass man da gerade sieht, halt, dass dieser Isaac Clark zur Uschi Ishimura fliegt. Was kann man denn hier machen? Wieso klimpert das hier? Ach, hier. Schade, kann ich nicht aufheben. Mit diesen schönen Bildern möchte ich mich auch wieder. Alter, du Alki. Er möchte mich auch wieder verabschieden. Mit schönem Blick raus auf diesen Planeten, der wunderschön ist. Und diesen extrem vielen Müll. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.